Hey Leute, willkommen zurück zu einer kleinen Runde. Huck, das Spiel kam mir bei euch unglaublich gut an. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich finde das Spiel auch arschgeil, weil es einfach Spaß macht, so rumzurätseln. Und ich würde sagen, wir gucken, dass wir heute auch wieder ein paar Rätsel schaffen. Ich schaue, dass der Part nicht allzu lang wird. Hier, den müssen wir rausziehen erst einmal. Geht das? Das geht, glaube ich, oder? Geht schwer, weil dann mit den rausziehen. Aber ich kann den hier blockieren. Moment. Weil ich will gerade diesen hier ansprechen, um diesen den Stab hier rauszuziehen. Und dann machen wir den noch zu. Genau, dann geht es doch. Ja doch, passt. Okay, einer ist schon mal draußen. Dann würde ich gerne den hier rausziehen, ohne einen anderen. Das geht doch bestimmt auch. Ja, das passt schon. Sehr schön. Dann würde ich gerne... Wer geht als nächstes? Der hier geht als nächstes. Dann probieren wir mal, ob wir nur den rausziehen können. Geht das? Das geht so nicht. Weil ich dann das anspreche. Ah doch, ich kann hier abschalten. Passt. Genau, dann machen wir so. Das trennen wir ab. Und machen das hier nach oben. Dann geht das Ding nämlich hier lang. Geht hier hin. Tut sich nichts. Geht hier hoch. Ich war mir jetzt nicht sicher. Genau hier geht es aber auch da lang. Aber wir sehen ja hier, das passiert nichts. Deswegen, wir ziehen das Ding raus. Es funktioniert. Sehr schön. Welcher geht jetzt? Welcher geht jetzt? Jetzt geht... Wer geht? Achso, der da geht. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Ich trenne das mal hier sicher jetzt aber ab. Nee, machen wir so. Und machen das so. Genau, das, dann müsste es eigentlich nur... Ja, muss eigentlich gehen. Ja, passt. Super, sehr schön. Wer geht jetzt nächstes? Eigentlich muss man einfach nur nacheinander das abarbeiten. Eigentlich ist das Spiel gar nicht schwer. Man muss wirklich konzentriert die Dinge abarbeiten. Genau, weil das hier kann ich ja trennen. Dann fließt das jetzt hier so hoch. Das daran geht nicht. Und er wird rausgezogen. So, jetzt als nächstes der noch. Ah, Quatsch. Nein. Oh Gott. Der hier zuerst noch. Der fehlt noch. Der muss noch raus. Mach mal schnell. Ich bin manchmal ein bisschen zu voreilig. Da muss ich aufpassen. Hatten wir schon öfter jetzt mittlerweile. So. Oh Gott. Hier. Das geht natürlich nicht. Ich muss so machen. Und den hier. Und den jetzt aber wegtrennen. Genau. Jetzt machen wir nochmal kurz. So. Genau. Das heißt, es kann nur hier runter. Sonst habe ich meinen ersten Fail jetzt im ganzen Let's Play. Achso, da tut das ja vollkommen falsch. Was mache ich denn da? So. Hier rüber. Und jetzt muss es gehen. Sehr schön. Ah Gott, da hab ich ein bisschen verguckt, die Kabel. Das ist das Problem, wenn die so überlappen. Da komme ich manchmal ein bisschen durcheinander. Ich lappen. Haha, lustig. So, trenne es mir auf hier. Genau, so. So. Passt. Okay, hier tut sich nichts. Schön. Und der Rest ist jetzt wurscht. Da ist nichts mehr im Weg jetzt. Das heißt, wir verbinden schnell alles. Drücken unseren Schalter. Hallo? Warum tut sich da nichts? So. Juhu! Ich Idiot. So, okay. Nächste Runde. 47. Das ist eine schöne Zahl. Wow, das sieht geil aus. Oh Gott, wir haben einen Schalter leider nur. Das ist ein bisschen komplizierter immer. Wer geht denn? Die drei gehen? Die drei gehen? Das ist schön. Vielleicht probieren die sogar. Können wir die alle drei auf einmal schaffen? Geht das? Ja. Ich muss nur den ansteuern irgendwie. Machen wir mal so. Ja doch. Probieren wir mal hier drüben mal. Dann ziehe ich mal den da auch an. Das ist nicht gut. Probieren wir mal so. Der darf nicht angezogen werden. Genau, hier wird abgeleitet. Das Ganze geht hier rüber. Und wir können das so rüberlenken. Und haben dann diese Basis. Müssen wir gucken, dass wir auf keinen Fall dich ansprechen. Machen wir mal aus. Und hier drüben müssen wir auch gucken, dass wir das die Verbindung kappen. Wo geht's hier lang? Also wir haben das hier drüben schon mal gelöst. Das muss eigentlich passen. Jetzt gucken wir uns die rechte Hilfe noch an. Oder? Vergleichen wir es noch schnell. Nee, jetzt werden wir einen Fehler machen. Nee, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann schauen wir hier drüben mal an. Was tun wir hier? Hier geht es nach unten. Und wie sprecht den hier an? Was passiert da? Hier. Ah, das ist gefährlich. Das darf nicht passieren. Machen wir mal so. Genau. Es geht hier aber auch rüber. Hoch. Es geht da lang. Und das geht. Das passt. Das ist okay. Den können wir sogar rausziehen. Den kann man lassen, wie er ist. Jetzt ist nur die Frage... was hier drüben passiert, in der Richtung. Vielleicht trennen wir es einfach ab und gucken uns das später an. Go. Schön.
Ah, ich sag dauernd schön. Es tut mir leid, Leute. Was ist hier passiert? Da ist ein paar nicht reagiert. Wir machen mal kurz so. Und machen nochmal so. Dass wir die weg haben, den Scheiß. Gut, es ist oben eh fertig. Das heißt, wir könnten eigentlich das ansprechen. Fertig, das ist hier oben schon mal alles abgebaut. Das sieht cool aus. Dann machen wir kurz die Rettehälter mal fertig. Ne? Machen wir die fertig. Glaub, das kann ich ja so lassen. Das kann uns ja wurscht sein. Und wir ziehen den raus. Perfekt. Jetzt können wir den da rausziehen. Und jetzt die zwei noch. Kann ich beide gleichzeitig rausziehen? Geht das? So? Das müsste eigentlich gehen. Genau. Ah, jetzt hab ich den nicht rausgezogen. Moment, nochmal. um 1000 Ecken rum. So, und jetzt noch schnell den hier beenden. So, linkes Feld ist weg, abgebaut. Geil. Jetzt müssen wir drüben weitermachen. Alter, das ist schon mal schön, wenn man es wegarbeitet. Ich finde es super angenehm. Ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, dass viele meinten... Oh, das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen. Dass viele meinten, das ist so schön, das Geräusch, wie sie es auflöst. So. Und ich bin so, ja, ich weiß, was ihr meint. Das ist wirklich irgendwie ein saucooles Gefühl. Wir können hier drüben, hier oben, nur den da rausziehen. Das heißt, wir müssen hier den Kontakt auf alle Fälle beenden. Wie machen wir es am besten? Vielleicht so. Genau, dann geht es mich nur hier durch. Hier rum und dumm. Ah, den kann man sogar rausziehen. Machen wir das. Genau, dann ziehen wir den raus, das ist perfekt. Und hier ziehen wir den raus, das ist perfekt. Genau, und hier, was passiert hier drüben? Nichts. Wir müssen nicht gehen. Sehr gut. Ich will nicht schön sagen. Okay, dann so. Dann ziehen wir nämlich den hier raus. Dankeschön. Und als nächstes den hier. Dankeschön. Und auch schön nach unten. Dankeschön. Und, oh Gott, den da. Warum geht das nicht? Mach ich nur so noch. Hä? Ach so, weil, okay. Ich vergesse mal, dass die Knotenpunkte nicht funktionieren. Das übersehe ich mal ganz gerne. Genau, jetzt einfach so. Super. Und jetzt brauche ich nur noch den Rest irgendwie so zu verbinden. Ich glaube, man kann sogar... Oh, ich, was passiert? Warum ist nichts passiert? Ach so, ich muss das so verbinden. Genau. Jetzt. Schön! Juhu! Geil! Und 48! Es geht weiter. Oh Gott, wie viele Levels gibt es eigentlich? Weiß das einer? Das wäre mal voll gut zu wissen, weil ich baue hier schon ewig rum. Und die Teile werden ja ganz schön brutal mittlerweile. Also die ersten Rätsel, ich habe das Play ja nochmal nachher angeschaut beim Schneiden. Mir ist aufgefallen, die ersten Rätsel, die waren ja wirklich Pipi-Klacks. Das war ja wirklich so alt, das ist einfach. Okay, das sieht jetzt sehr interessant aus. Was haben wir hier? Ich würde den Geraden hier gerne rausziehen. Wie geht das? Machen wir mal so. Ich mach's sogar so. Genau. Jetzt wird der hier angesprochen. Das finde ich gar nicht schlimm. Weil ich kann ja so machen. Da wird der nämlich auch rausgezogen. Und der rausgezogen. Und der darf auch nicht rausgezogen werden. Scheiße, ich muss das beenden hier. Und das hier? Nee, dürfen wir auch nicht. Ich muss das beenden. Hilft nichts. Okay, und los. Juhu. Ein Objekt weniger. Dann drehen wir es mal nach oben hier. Und ziehen den raus. Juhu. Und... Oh, da muss ich irgendwie von hinten ansteuern, gell? Um den rauszubekommen. Genau, da muss ich das WLAN-Symbol irgendwie ansprechen. Wie geht das? Nee, Quatsch. Quatsch. Ich kann das so rumlenken. So. Genau. Ah, perfekt. Okay, und ansonsten geht hier gar nichts mehr. Ich muss jetzt erstmal hier drüben weiterspielen. Das heißt, wir machen das so und steuern das WLAN-Symbol an. Und gucken mal, ob ich da was machen kann. Wie geht das jetzt? Lass mal gucken. So. Genau, weil dann tue ich das hier oben. Ziehe ich da dran. Hier ziehe ich da dran. Und jetzt kann ich das hier auch rausziehen. Das müsste jetzt gehen. Oh, das sieht schön aus. Und jetzt können wir noch hier drüben den da wegtun. Perfekto. Und jetzt geht als nächstes der da. Moment, wie machen wir das am besten? Eigentlich so. Nee, so.
Perfekt. Und jetzt eigentlich dich. Hä, hey, der Button war nur für diesen Stab da. Sehe ich erst jetzt, ich Idiot. Wahnsinn. Okay, so. Wir sprechen WLAN an. Ach, cool. Also an sich ist es gar nicht schwer. Muss ich mal wieder sagen. An sich ist es nicht schwer. Man muss sich halt wirklich Zeit lassen und gut überlegen, wie man es macht. Und halt nicht so voreilig handeln. Diejenigen, die sagen, sie schaffen ein Level nicht, weil 3 Punkte nur zur Verfügung sind, ihr dürft halt nicht so reinballern. Ihr müsst halt wirklich langsam überlegen, wie löse ich diese Levels auf? Wie mache ich das am besten? Und dann schafft man das eigentlich schon. Aber vielleicht rede ich auch nur schlau daher. Und es kommt gleich ein Level, wo es mir so einen Schalter raushaut. Also ich sehe, dass der hier geht. Und den hätte ich gerne. Hier geht es in die Richtung. Der darf auch nicht rausgezogen werden. Okay, hier geht's in die Richtung. Zum Schalter, das ist gut. Und hier unten geht's da lang und endet. Perfekt. Der Schalter aktiviert aber hier oben noch was. Was tut der? Wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen. All das ist... Oh, der darf rausgezogen werden. Passt. Aber du darfst nicht. Go. Sehr schön. Das sind die Kabel, sind total dumm verlegt. Also würde man so einen Elektroschaltplan zeichnen, würde jeder Lehrer dir einen Vogel zeigen und sagen, was tust du da? Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben bei dir. Wodurch wird dir angesprochen? Ich glaube, ich kann so machen. Dann geht der herüber. Nee, das darf ich nicht. Ach, du bist ja von dem Punkt da drüben. Wird irgendwie von dem angesprochen, oder? Das kann ich schon mal trennen. Das geht darüber, das geht hier rüber und daran. Hallo, stopp. Okay, ich will raus haben dich. Wie schaffe ich das? Hier... Hier. Okay. Ich schaff das nicht. Nein. Okay, ich kann. Das muss immer da drüben sein. Wo geht's da lang? Hier geht's lang. Ah, dich kennen wir doch. Ich konnte doch dich. Jetzt hier. Und zu dem hin. Das muss eigentlich gehen. Alter. Oh, das ist ein Wirrwarr hier. Ich finde, den Plan, der gefällt mir jetzt gerade gar nicht, weil hier geht es gar nicht um ein krasses Rätsel oder so, sondern einfach nur nicht die Kontrolle verlieren. Welcher Stab geht jetzt? Ach, der geht. Wie kriege ich dich? Ich kriege dich gar nicht, weil ich kann dich nicht ansprechen. Der geht hier nicht. Moment. Der geht. Ich mach mal kurz hier die Schotten dicht. So. Rüber. Okay. Ja! Okay, wer geht jetzt noch? Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht nicht. Der hier geht. Wo ist der? Machen wir mal hier so nach oben. Upp. Genau. Upp. Schön. Oh Gott. Ist das ein Scheiß. Dann will ich den hier rausziehen. Wir fahren hier rüber, machen das so. Und den hier ist abgetrennt, super. Abgetrennt klingt wieder voll eklig. Okay, jetzt ziehen wir dich raus. Wie geht das? Eigentlich muss man wirklich nur so lang fahren und gucken, wie komme ich irgendwo an. Weil es muss ja irgendwo ein Ziel haben. Okay, das geht jetzt nicht. Der geht noch nicht scheinbar. Oder ich mach mal so. Ah, genau. Und ich drehe mal kurz hier, als haben wir noch weg. Dass ich ja nichts anderes anspreche und go. So, jetzt gehen die beiden. Jetzt gehen die beiden hundertprozentig. Wo bin ich denn? Machen wir mal so. Und trennen sich ja weg. Genau, hier, da lang, hier rüber, da hoch, da lang, hier runter und das. Genau, go. Alter, jetzt habe ich halt dem Button da drüben was angesprochen. Muss ich mal vorstellen, was das für ein Schaltkreis war. Üble Sache. Richtig üble Sache. Und so, jetzt ist die Sache eh schon gelöst. Kann ich es irgendwie auflösen? Genau. Hier noch schnell irgendwie. So, fertig. Ich brauche halt pro Levels mittlerweile super lange. 50. Wow. Hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass 50 voll irre sein soll. Aber ich merke schon... Weil den, der ist mir gerade ins Auge gestochen, aber den kann ich gar nicht auflösen, weil ich immer den hier ansprechen werde. Also den können wir schon mal vergessen. Aber der hier könnte gehen eventuell. Weil der spricht den hier an. Aber auch hier drüben, das geht nicht. Also können wir den hier auch vergessen. Dann gucken wir uns doch mal den hier an. Was ist mit dir? Darf oben nicht angesprochen werden, auf keinen Fall. Das kann ich trennen. Hier, geht aber nicht.
Der Herr geht auch nicht. Das ist gemein jetzt. Ah, haha, haha. Du gehst. Ich trenne die beiden einfach ab. Ich trenne hier ab. Und dann ziehe ich nur den hier raus. Juhu! Einer weniger. Sehr schön. Dann das hier oben. Geht das? Ah, ich kann beide rausziehen. Schön. Sorry, Leute. Aber es ist aber schön. Ich mache so. Nein, ich mache es so. Weil den hier oben geht. Ah, der geht noch nicht. Da müsste ich erst den hier rausziehen. Das schaffe ich doch so, oder nicht? Wenn ich das hier trenne. Dann ziehe ich den hier auch an. Das geht nicht. Was ist mit dir? Man muss immer gucken, was geht. Der hier geht. Der ist cool. Was geht hier drüben nicht? Und runter darf ich auch nicht, gell? Nicht so. Es geht generell nicht. Der geht noch nicht. Schade. Kann ich dich irgendwie rausziehen? Geht das? Nee, es geht nicht. Schon mal hier oben noch. Den hätte ich echt gerne draußen, aber es geht einfach nicht, weil der nur noch im Weg ist. Und bei dem geht's nicht, weil der hier im Weg ist. Und den kriege ich nicht raus, weil. Der da. Oder der da. Scheiße. Seht ihr was? Man bräuchte einen schönen Counter. Ja, das wäre das Beste eigentlich an der Stelle. Ich stream, by the way, wieder auf Twitch. Falls Leute sich interessieren, sind sich dafür. Weiß ja nicht, ob das interessant ist. Den kann ich auch nicht rausziehen. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Geht der? Der geht nicht. Weil ich dann den rausziehe, das funktioniert nicht. Und wenn ich... Nee, es geht nicht. Ich ziehe mal den mit. Scheiße, jetzt bin ich echt überfragt, was ich machen soll. Darf ich ein Leben verschwenden? Ist das okay? Darf man das? Ich probier's mal aus. Ne, ich probier's mal aus. Nee, das geht nicht. Vielleicht zieht sich der ein. Man muss immer einen logischen Schritt machen. Man darf kein Leben verschwenden. Wäre auch gemein, wenn sie solche Rätsels bauen würden. Seht ihr, welcher geht? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin jetzt echt zum ersten Mal ein bisschen überfragt. Rechts Mitte wird nicht angesprochen. Da ist kein Punkt. Rechts Mitte. Da ist kein Punkt. Ich probier's mal. Okay, ich muss von vorne nochmal machen. Ich probier's nochmal. Scheiße, ich muss von vorne anfangen, erst einmal. Okay, wir fangen von vorne an. Wir ziehen den heraus. Sorry. Und wir hatten noch einen geschafft, gell? Wer hatten wir noch geschafft? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, der da, stimmt, der hat keinen Punkt. Wir können den erwidern. Ach, egal, jetzt machen wir von vorne nochmal alles. Scheiße. Wo waren wir jetzt? Genau, der geht nicht. Weil hier drüben hatten wir noch was rausgezogen. Ich glaube, den hatten wir rausgezogen, kann es sein? Ich glaube, so hatte ich es gemacht, gell? Den habe ich rausgezogen noch. Der geht nicht. Keine Ahnung. Jetzt schaue ich mal kurz den hier drüben an. Was geht mit dem? Den habe ich noch weggezogen, gell? Gekappt. Irgendwie so. Genau. Schön. Und der da unten? Der geht doch bestimmt, oder? Nee, geht er nicht. Der geht nicht. Genau, der geht nicht. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir den rausziehen. Wie habe ich es mir vorgestellt? Wie habe ich mir das vorgestellt? Man kann den nicht rausziehen. Das ist zwar kein Punkt. Aber, ich kann hier trennen. Jetzt nochmal. Genau, hier geht an. Hier geht rüber. Genau. Schöne Sache. Und jetzt so. Okay. Ja, krass. Jetzt machen wir weiter. Den darf ich nicht ansprechen. Das ist gefährlich. Aber ich kann so machen. Genau. Yes. Wieder einer weniger. Jetzt glaube ich, habe ich es geschafft. Das war jetzt einer Fehlgedanke. Ich hab den wieder. Das ist ein alter Fehler von mir. Mach ich immer wieder, gell? Dass ich der Meinung bin, das ist verbunden. Ich habe gerade bei mir hat's gerade geklingelt. Ich muss kurz aufmachen. Geht das? Das geht. Ich bin gleich wieder da, Leute. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Also, wir haben daraus gelernt, wir müssen unbedingt in Zukunft. Also, ich muss unbedingt immer darauf achten, wen ich da rausziehen möchte. Ich würde sagen, wir ziehen die drei jetzt mal raus. Schaffen wir gleich alle drauf einmal? So? Ja. Achso. Hoppala.
Okay, Etzer. Der Bereich ist weg. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir machen mal kurz hier weiter. Ja, das geht jetzt. Genau, weil der geht's raus, der geht raus und der geht raus. Super. Also das Level war sehr knifflig, muss ich jetzt wirklich zugeben. Das war das erste Mal, weil ich richtig überfordert, musste lange suchen. Ich hoffe, dass das bei den anderen Rätseln, also dass das, weil ich glaube, manchmal ist das wirklich abhängig davon, wie man halt das Level sieht. Ich glaube, dass manchmal Levels einem schwieriger fallen und anderen wieder das Level wieder einfacher. Oh, das geht nicht gleichzeitig, gell? Ich mach mal so. Und trennen hier ab. Genau. Jetzt nach oben noch. Genau. Und jetzt nach hier nach oben. Genau. Und jetzt runter. Nee. Nee, nee, nee. Wir machen. Genau, wir sprechen den Punkt hier an. So. Nee, nee. Jetzt nochmal. Genau. Und verbinden das hier. Hoppala. Was passiert? Was ist passiert? Ah, sorry. Ah, gefährlich. Einen Punkt habe ich noch. Wenn ich jetzt verliere, das wäre jetzt nochmal richtig traurig. Deswegen sollte ich auf alle Fälle mich jetzt richtig konzentrieren. Weil sonst war es das komplett. Ich mache es jetzt aber hier dicht. Dass wirklich nur hier rumgeht. Und da runter und die beiden anspricht. Dankeschön. Und jetzt spreche ich nicht die beiden an, sondern spreche die unteren an. Aber nur den hier. Genau. Und jetzt darf ich nur den hier drüben ansprechen. Und da mache ich es dicht. Dass wirklich nur das Kabel hier rüber geht und den anredet. Super. Sehr ansprechend. Okay, und jetzt mache ich noch hier schnell dicht und dann ist die Sache eh schon beendet. Boah, das war jetzt echt ein ziemlich kranker Scheiß. Alter. Zio, mach mal einen Level auf Bayerisch. Hä? Was? Nein! Ich dachte, es gibt es 100! Nein! Das Level ist vorbei! Thank you for playing. If you like my game and want to see more, please support me by sharing a game or rating it. Have a great day. Marcity Targoni. Servus! Arschgeile Nummer von dir. Na, das Spiel ist wirklich saugeil. Also ich bin, ich muss sagen, das war ja echt saulustig einfach nur. Ich fühle dich hiermit geteilt, lieber Hersteller. Das war echt ein richtig cooles Spiel, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch an der Stelle. Großes Dankeschön. Kann man hier noch was machen jetzt? Huck, ich gehe von vorne los. Leute, so war das Spiel am Anfang noch. Wisst ihr noch? Das war ja super süß. So, zwei, war einfach nur das hier. So, was ist das für ein Rätsel? Das ist kein Rätsel nicht. Aber war echt super geil. Dankeschön für diese super schöne Zeit mit dem Spiel. Hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe am Anfang nicht mal kapiert, dass es ein Rätselspiel sein soll. Ich habe da nur so drauf rumgedrückt. Gut, dann euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass man sich bald mal wieder hier sieht. Das wäre so ein Spiel, das könnte man fast sogar mal speedrunnen, dass man wirklich sich darauf trainiert, das schnell zu lösen. Weil, wenn ich den ersten Part anschaue, ihr müsst mal das Experiment machen, guckt euch mal den ersten Part an. Ihr werdet wirklich sagen, so, oh Gott, Zio, bitte klick schneller. Weil am Anfang war man halt noch so super vorsichtig. Oh nein! Also am Anfang war man noch super vorsichtig und hat sich einfach nicht getraut, schnell zu klicken. Dabei kann man das ja wirklich super schnell spielen, so wie ihr es hier sehen könnt. Deswegen, ja. Aber Dankeschön, war echt ein geiles Spiel. Und auch Dankeschön für euer geiles Feedback zu dem Game. Also der erste Part kam ja unglaublich gut bei euch an. Das hat mich richtig gefreut, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Und das ist dann immer schön, wenn man sieht, okay, es beruht auf Gegenseitigkeit. Dann, bis dann, euch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zio spielt lustige Rätsel. Und ich habe auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, wenn dir Hook gefällt, dann spiel doch mal das und das und so. Deswegen wird es bestimmt mal weitere Rätselspiele geben. Dann bis dann und euch noch einen super geilen Tag. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, das mittlerweile, gell? Dann bis dann. Ciao, ciao. Das macht so süchtig, das Spiel. Man will gar nicht aufhören. Weil es einfach irgendwie so schön ist, die Sache aufzulösen. Ich mach das schon fertig und dann höre ich wirklich auf.